Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Wunschfigurentöpfern. Lila Fuchsrosen wünscht sich ihr Logo. So, entweder ich ritze das jetzt hier irgendwie ein oder ich modelliere das nochmal anders wie so ein Kringel. Das ist echt irgendwie eine Herausforderung für mich. Aber mal eine andere Frage: Warum schreibt YouTube Wiki so negative Sachen über dich? Dass du von irgendwelchen großen YouTubern verbannt wurdest, obwohl du eigentlich gar nichts Schlechtes getan hast. Irgendwie merkwürdig. So, ich mache das jetzt lieber in Schneckenform. Vielleicht lässt sich da ein bisschen mehr draus machen. So, besser kriege ich das mit dem Fell leider nicht hin, aber es sieht jetzt leider nicht lila aus und auch nicht wie so eine Rose, aber so ein Fuchs, naja, auch nicht. Ja, besser geht's nicht, okay. Wie immer jetzt die Figuren vom letzten Mal. Hier ist dieses Bisasam, der Bisasam-Blumentopf, dann hier der Creeper. Ja. Dann dieses Luna-Dings, ich wage es kaum auszusprechen. Und dann das, und wo ich nicht mehr weiß, was für ein Tier das überhaupt sein soll, weil das völlig unmöglich bei mir ist. Wahrscheinlich ein Hase oder sowas. Und das hier ein Hamster, das muss ich echt stark überlegen. Naja. Also gebt mir mal bitte leichtere Sachen auf und nicht solche komplizierten, das wäre echt cool. So, und damit habe ich jetzt alle Aufträge vom April abgearbeitet und es geht weiter mit Folge 1. Marie Grubert wünscht sich einen Sattel. So, mal sehen, wie ich das hinbekomme. Ja, also ich denke mal, es geht schon einigermaßen. So sieht das jetzt hier aus. Und hier unten so. Bisschen dick, aber da zerbricht es wenigstens nicht, wenn es trocken ist. Okay, weiter geht's. Du hast doch einen Sattel für Pferde gemeint, oder? Kein Fahrradsattel. Animals in House wünscht sich ein Axolotl. Ich fange mal so oval hier mit dem Körper an und mache hier dann die Beine und Kopf und so alles irgendwie dran. So, bin fertig. Tut mir leid, dass das jetzt etwas aussieht wie so ein Plesiosaurus, aber ich konnte nicht noch die Zehen modellieren und alles, weil das dann alles zerbrochen wäre. Besonders wenn es getrocknet ist. Ja, so sieht er aus. Axolotl. Only Horses wünscht sich eine Fledermaus. Ja, das sollen die Flügel werden und dann mache ich hier so den Körper dran. So, fertig. Ja, so sieht's aus. Und das ist jetzt deine Fledermaus. So. Scary Fireworks 1 wünscht sich eine Kugelbombe. Aber bevor es soweit ist, habe ich hier erstmal noch eine andere Figur. Tada! Das ist ein Hahn, wie man sieht, aus Schokolade. Den habe ich zum Geburtstag bekommen von Felicitas, also der Marke Felicitas. Ja, ein kleiner Hahn. Ja, das ist echt cool, sowas. So, ich habe jetzt hier mal die Mini-Größe von 1 Zoll gewählt, damit das überhaupt irgendwann mal austrocknet. So, die Kugelbombe ist fertig. Samt Stoppine. Ja. So, gut. Und das war's auch schon mit dem Video. Und dann tschüss, bis zum nächsten Teil.